Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch diesen wunderschönen Look zeigen. Den habe ich mit der Lorac Pro Palette geschminkt, das hatten sich einige gewünscht. Ich persönlich finde diesen Look extrem schön, so dieses rot-braun-rostige. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich den Look geschminkt habe, dann würde ich sagen, bleibt dran! Als erstes prime ich mein Lid hier mit dem Paint Pot von MAC in der Farbe Soft Ochre. Diesen gebe ich mir komplett auf mein Lid und ganz dicht an meinem unteren Wimpernkranz. Das mache ich, damit die Farben so intensiv wie möglich sind und damit der Lidschatten da bleibt, wo er sein soll. Dann nehme ich die Farbe Taupe mit einem fluffigen Blendepinsel und die Farbe gebe ich mir so in meine Lidfalte rein und so ein bisschen leicht drüber und verblende das Ganze sorgfältig. Das mache ich aus dem Grund, damit mein Auge so ein bisschen Wärme bekommt und damit ich die nächsten Lidschatten, die ich gleich benutze, einfach besser verblenden kann. Die Farbe Sable gebe ich in meine Lidfalte, allerdings mit einem kleineren Blendingpinsel und das mache ich, damit mein Auge mehr Dimension und mehr Tiefe bekommt. Dann gebe ich mir nochmal den NYX Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk komplett auf mein bewegliches Lid und verblende das gleich mit meinem Finger. Das mache ich, damit ich die nächste Farbe, die ich gleich auftrage, so intensiv wie möglich rauskommt. Können wir mal über diese Farbe Garnet sprechen? Die ist einfach mal so der Hammer, so gut pigmentiert. Aber ich möchte, dass die Farbe noch intensiver rauskommt. Deswegen nehme ich die Farbe mit einem Concealerpinsel auf und feuchte das mit meinem Fix Plus an. Ihr könnt auch Wasser nehmen, wenn ihr Fix Plus zu Hause nicht habt. Und diese Farbe gebe ich mir komplett auf mein bewegliches Lid und baue das Ganze Stück für Stück auf. Das Ganze verblende ich nochmal ohne Farbe, einfach nur, um hässliche Kanten zu vermeiden. Nach dem Verblenden geht so ein bisschen Farbe verloren, deswegen intensiviere ich nochmal die Farbe, also die Farbe Garnet, trage die auf meinem Lid auf und danach verblende ich nochmal alles miteinander. Einfach, damit die Farben schön ineinander laufen und wir keine scharfen Kanten haben. Weiter geht's mit meinem unteren Wimpernkranz. Dort nehme ich einen kleinen Blending Brush und die Farbe Sable. Diese gebe ich mir so dicht wie möglich an meinen unteren Wimpernkranz und verblende das Ganze sorgfältig. Und auf die Farbe Sable gebe ich mir die Farbe Garnet. Das ist die Farbe, die ich auf meinem beweglichen Lid habe, damit das Ganze so ein bisschen harmoniert. Und auch da verblende ich alles sorgfältig. Zu diesem Look passt der MAC Teddy Ico Pencil perfekt. Das ist so ein braun, rostbraun mit Glitter drin und diese Farbe gebe ich mir auf meine Wasserlinie. Die Farben sind schon so ein bisschen dunkel und ich möchte, dass mein Blick ein bisschen geöffneter ist. Deswegen highlighte ich nochmal so ein bisschen unter meiner Augenbraue und danach wird natürlich auch verblendet. Diesmal trage ich keine falschen Wimpern, aber das könnt ihr ruhig machen, wenn ihr möchtet. Ich finde, dieser Look ladet extrem dazu ein. Hier curle ich mir die Wimpern und dann tusche ich sie mir anschließend sorgfältig mit der Miss Manga Mega Volume Mascara in Waterproof. Und zum Schluss nehme ich die Farbe Champagne und diese Farbe gebe ich mir in meinen Augeninnenwinkel. Das, meine Lieben, ist der fertige Look. Ich hoffe, dass er euch genauso gut gefällt wie mir. Ihr könnt das Ganze natürlich mit Drogerieprodukten schminken. Ich weiß, dass Catrice so einen rotbraun hat, also vielleicht schaut ihr da nochmal und wenn ihr diesen Look nachschminken solltet, dann wisst ihr ja, nutzt den Hashtag Katice Schmidt. Ich sag Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.